Nakamatachi, wir sind wieder unterwegs. Es geht in eine Onsen rein und ich zeige euch, was es für geile Sachen in der Onsen so gibt, womit niemand gerechnet hätte. Los geht's! Genki Dama! Momentan gibt es hier eine richtig geile Kollabo mit Chainsaw Man. Sieht richtig geil aus, deswegen ist hier geile Aufsteller dabei und schaut einfach mal selber. Richtig geil. Direkt am Anfang gibt es so einen Stand mit Handtüchern. Da kann man sich halt Handtücher nehmen, wie viel man braucht, je nach Personenzahl. Und direkt danach noch so ein Regal mit dieser Onsen-Kleidung. Die gibt es immer in verschiedenen Größen und eigentlich eine Regel für jeden was dabei. Also das Krasse ist, an so Onsen gibt es eigentlich in der Regel immer so ein Restaurant. Und momentan durch die Kollabo gibt es auch irgendwie ein besonderes Menü, was richtig, richtig, richtig geil aussieht. Einfach mit Chainsaw Man und einfach nur richtig, richtig geil. Also, ohne Witz, wenn man sowas sieht, da kriegt man auch einfach mega Bock, sowas zu essen und auch zu trinken oder generell einfach nur hier Spaß zu haben. Dann gibt es natürlich die Umkleidekabinen. Die sind natürlich Mann und Frau getrennt. Also ich habe mich jetzt umgezogen, war kurz in, das ist halt für Männer und Frauen getrennt. Ich war kurz im Männerraum, habe mir die schönen Onsen-Klamotten angezogen. Es gibt immer solche Klamotten hier. Wenn man Onsen geht, das ist natürlich nackt, deswegen kann ich jetzt noch nicht filmen. Aber wenn man dann rausgeht, da gibt es natürlich noch andere Räume, wo man sich entspannen kann. Da trägt man immer nur diese Onsen-Klamotten. Die kann man hier ganz kostenlos kriegen, wenn man reingeht. Und sind mega bequem und sehen eigentlich relativ cool aus, weil die so ein typisches japanisches Sommerfeeling irgendwie geben. Und gibt es auch mit Frauen und die mit Männern und ja, einfach nur richtig, richtig cool. Puh. Hier ist jetzt die Sauna und die sieht richtig geil aus von draußen schon mal. Sauna kann man sogar als Mann und Frau, also gemischt rein, das ist halt mega, mega cool. Aber mit diesen Klamotten geht man da rein. Und die werde ich nachher einfach mal austesten. Ich mag Sauna sehr, sehr gerne. Und hier kann man sich ja noch Kuchen etc. kaufen. Und da hinten geht es dann ab zur Spielecke. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, das ich tatsächlich nicht wusste, bevor ich jemals in Onsen bin. Aber in Onsen gibt es immer richtig geile Sachen. Und zwar eine kostenlose Manga-Ecke, wo du einfach die ganzen Mangas kostenlos lesen kannst. Und da gibt es echt asozial viele Mangas. Schaut euch mal hier diese Wand zum Beispiel an. Ah, und da ist jetzt zum Beispiel sogar, hier gibt es sogar Dragon Ball, was einfach nur richtig, richtig, richtig geil ist. Dragon Ball Super. Und ich sag's euch. Ah, richtig geil, einfach alles. Einfach Dragon Ball, hier gibt's Naruto, gibt's Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh! Ist echt, also ohne Witz, so eine Onsen ist einfach Entspannung plus Vergnügen ohne Ende. Und hier sogar noch eine kleine Spielecke für Kinder. Hm? Ja, und hier noch ein kleines Game Center, einfach richtig cool irgendwie. Luffy, Gear 5. Mario Kart Tomoare. Ja, mit Mario Kart und diesen Taiko-Trommeln. Also hier gibt es echt wirklich einfach alles. Eine Onsen, aber einfach so ein komplettes kleines Game Center. Manga-Leseecke drin, einfach nur ein Himmel. Und jetzt müssen wir ein bisschen leise sein, weil hier kommt die Entspannungsecke, wo man halt einfach sich hinsetzt, irgendwas liest oder einen Massagestuhl geht und ja, einfach nur sich entspannt. Wow, Koko, Ippayaru Manga. Ich
hier sieht man jetzt nochmal hier die wunderschöne Umgebung, der ganze Raum. Und das ist alles voller Mangas hier einfach. Wirklich alles voll. Es ist richtig geil. Hier gibt es safe für jeden was. Und wenn man noch in die Decke guckt, gibt es auch einfach nur mega entspannende Lampen. Die geilsten Plätze sind leider belegt. Und zwar sind die da hinten in den Schränken da drin. Das ist leider alles voll, aber die sind am, ohne Witz, die sehen am bequemsten von allen aus. Aber hier ist auch richtig geil. Vor allem, wie gesagt, du kannst halt einfach Mangas lesen ohne Ende. Ist kostenlos. Du kannst den ganzen Tag bleiben. Der Eintritt kostet pro Person 2700 Yen. Eigentlich, wie gesagt, für die Onsen. Also für alles im Prinzip. Eigentlich für alles hier. Das heißt, du kannst in die Onsen gehen, solange du willst. Dann kannst du nach hier zum Entspannen kommen, Massagetüren benutzen. Dann noch hier essen und natürlich Mangas lesen. Das Essen und so weiter kostet natürlich zusätzlich nochmal. Aber das Benutzen von diesem ganzen Raum, Manga lesen, ist bei 2700 Yen mit enthalten. Also eigentlich mega, mega günstig dafür, dass man hier so viel machen kann. Baden plus Mangas lesen plus ja, chillen im Himmel. So, meine Frau hat jetzt ein paar Bücher geholt. Nanohon. Ah, ja, ein paar Reiseführer. Ja, hier gibt es, wie gesagt, nicht nur Mangas, auch normale Bücher. Und das ist halt einfach nur richtig krass, wie eine Bibliothek einfach noch. So, ich habe mir jetzt auch einen Manga ausgesucht. Ja, hier ergreife ich einfach mal die Möglichkeit und lese kostenlos einen Manga. Ich habe mich für Saint Seiya entschieden, weil ich ihn leider nie gesehen habe. Aber eigentlich, ja, geschichtlich einer der interessantesten Animes überhaupt für mich sein könnte. Und ja, den testen wir jetzt einfach mal. Ja, Mana-chan liest auch. Ja, Mana-chan. Das Coole ist auch, hier gibt es so Getränkeautomaten. Da stehen die Preise dran. Und du kannst da dein Band, das du beim Eintritt bekommen hast, einfach hier dran halten. Dann kommt dein Trinken raus. Und dann musst du das beim, wenn du rausgehst, insgesamt mit dem Eintrittsgeld bezahlen. Das häuft sich dann immer mehr an, je nachdem, was du hier drin kaufst. Wie gesagt, Eintrittspreis 2700 Yen. Und da kannst du alles benutzen hier, die Mangas und so weiter. Und wenn du halt noch Trinken kaufen willst, nimmst du dein Band, checkst das ein und dann wird das einfach so draufgerechnet. So geht es auch mit dem Essen und so weiter, mit Massage, mit einfach allem. Hier gibt es sogar einen Friseur drin. Und hier ist jetzt noch die andere Arena, wo man die ganzen Stühle und so weiter hat, mit mega Aussicht auf einen schönen Fluss. Das Krasse ist echt, und das liebe ich so an Japan, ich schwöre, mindestens 75-80% der Leute hier mindestens lesen einfach Mangas hier. Das ist einfach nur geil. Ein paar Leute gucken am Handy, ein paar Leute pennen und die restlichen, ich schwöre es euch, lesen alle Mangas. Das ist so geil, ich liebe es echt in Japan, dass einfach sowas hier normal ist und eigentlich so gut wie jeder macht. Ich war gerade in einer Ganban-Yoku, das ist so eine Sauna auf Stein. Ihr habt es ja vorhin gesehen, dieses Iglo kann man sagen. Und da drin ist, also es ist keine normale Sauna, es ist einfach mega entspannt da drin. Das ist, wie gesagt, der Boden ist eigentlich heiß, da liegen da auch ein paar Tücher da. Und wenn du dich da hinlegst, musst du halt mit deinem Handtuch drunter legen, weil sonst wird es noch ein paar Sekunden zu heiß auf deine Haut. Und da kannst du auch als Mann und Frau reingehen, das ist gemischt mit Klamotten natürlich und es ist mega, mega, mega angenehm. Es waren, glaube ich, 62, 63 Grad rum. Waren schöne Lichter drin, es war ein schön runder Raum, so wie ein Steiniglo im Prinzip. War richtig, richtig, richtig cool. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Okori? Oh, Yosha, Kanpai. Also sieht richtig geil aus. So ein besonderer Kaffee. Bin mal gespannt, wie der so schmeckt. Der riecht sehr kräftig. Ah, der ist super süß, aber super süß. Metsuoishi. Chuamai. Todata. Ah.
Ich war auch gerade im Onsen, habe da eine mega interessante Erfahrung gemacht. Ich wusste das nicht. Ich gehe mal in die Bäder rein, ohne zu lesen, weil da gibt es da verschiedene Bäder. Und dann gehe ich da rein und da war da so ein kleiner Sitzplatz und ich gehe da, ja, setze mich da drauf. Und auf einmal kriegt mein Körper so komische Anfälle. Meine Beine haben gezuckt und so weiter und ich wusste nicht, was abgeht. Ich dachte, ich kriege irgendwie so einen Schwächeanfall. Und dann habe ich da gelesen, dass das ein elektrisches Bad war. Und das war richtig krass. Ich habe es nicht ausgehalten. Das hat mein ganzer Körper hat so gezuckt und das ist wie wenn du auf dein Knie haust und dein Körper automatisch so Reflexe hat. So kam die ganze Zeit so Zuckung in meinen Körper. Das war richtig, richtig krasse Erfahrung und ja, ich war zu Tode erschreckt. Aber war auf jeden Fall interessant. So. Wir zahlen jetzt. Da muss man halt das Band, das man am Anfang bekommen hat, hier. Okay, da machen wir beide, meins und von meiner Frau. Macht insgesamt 6.000 Yen, weil wir noch ein paar Getränke hatten. Und genau. So wird das halt dann immer zusammengerechnet. Da kann man dann die Art wählen, wie man zahlt. So, oh, das da. Wir waren jetzt ungefähr 3,5 Stunden hier und du kannst. Wir waren halt ungefähr 3 bis 4 Stunden hier. Du kannst den ganzen Tag hier bleiben. Wie gesagt, das ist einfach für 2.500 Yen. Und das ist einfach geistesgestört, was hier alles für einen Service gibt. Ja, und das wäre es mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.